Hello and welcome back to Borderlands the pre-sequel. Let's see how much more of these rounds we can fit in. Da gibt es einen Holo-Knopf, der die Runde einläutet und einen unsichtbaren Knopf, der Törtchen herstellt. Du musst selber herausfinden, welcher davon welcher ist. Ich wette, du nimmst den leuchtenden. Hey, I'm here. There we go. Als wir uns nach Concordia durchgeschlagen hatten, mussten wir einen Störsender suchen. Ja, aber was soll mit dem Roboter? Alright, we need to get Robot-Vehicles. Wir mussten einen einfachen Constructor-Bot bauen, weil Jack Prototypen für seine Roboterarmee brauchte. Aber erstmal mussten wir... Damals versteckte sich doch angeblich die Lost Legion auf dem Mond, oder? Kann ich meine Geschichte jetzt mal erzählen oder nicht? Schirme mich ab! Oh. Hang on, maybe... No, I can't. Damn it. Oh, it got teleported? I don't think it's there. I think it's a bug. I don't think I can go much further down. There is no path down, so it's just bugged. Well, there is. Death! I mean, if it's falling down there, wouldn't be impossible. I hope that they will drop more than 5. Angriff in null Atmosphäre! Achtung! Atmosphäre vorhanden! Du kannst mir nichts anhaben! Achtet auf die Gladiatorin! Matsch! Das kam unerwartet! Der Mond gehört uns! Wie baut man einen Roboter? Sammelt man da einfach Teile und leimt sie zusammen, oder was? Das ist ein hochtechnischer Prozess. Er erfordert Können und Elan und manchmal auch, Leim. Wir hatten die Unterstützung von Gladstone, einem Wissenschaftler, und eine erstklassige Militär-KI namens Felicity. Oh, echt? Was ist aus ihr geworden? Wir mussten ihre Persönlichkeit löschen. Worauf ich nicht sehr stolz bin. Das könnte ich Deathtrap nie antun. Nie, nie, nie. Reg dich jetzt bitte nicht auf, aber ich habe ein Hintergrundprogramm namens Moonshot.exe gefunden. Ich glaube, es feuert per Moonshot-Loader von Helios her. Vielleicht, kann sein. Hey Gage, willst du meinem Geschütz eine Persönlichkeit geben? Klar, ich denke da an eine Femme Fatale. Kompromisslos und blutdurstig. Steht auf Liebesromane und Schaumbäder.
Did you saw the like the level of the bot? I didn't. What level was it? Did you not look at that? I don't look at the level of enemies, no. I mean, it's part of the health bar. That was a skull. I did see the skull, yeah. Yeah. It was 93. That's interesting, because we cannot reach that. That's probably the reason why I have a skull. Normally they only have a skull if they are like very high over your level. But like 93 is... shouldn't be too high. So very interesting. Yeah, but okay, it's perspective. I'm guessing it's like the harder the level is to get, the more difference it makes in terms of stats, maybe. I don't know. Oh, froze me again. Oh, level 91. You level up before? Seems like it. Behind you, I froze it. I guess you also killed it. Oh, no, how did I kill it? I don't know how you killed it. Oh, that's now a little not that good because I cannot reach that enemy back there, it's way too far away. I may die as well. Oh, hang on. Yes! That was close. That was extremely close. But now I have to do the entire thing on my own. I can snipe from here. Jesus, I take a lot of damage. What? How did you die? He can't shoot in here! Principal was capable of shooting in here. What? 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 I just died? I don't know what you're doing. I know that you are very far away from my position. Yeah, just the principal came to me, hit me once, and I died. But they are very strong. Damn it. There you go. I can't see any. I see dots in the map, but I don't know where they are. Should be fine. Okay. I think it's better when you're at a place where I can actually see you, because then I can shoot at the enemies too.
robot that spawned there. There's one left, I think. It's the only one on the map. I don't know where it is. It's all over. Oh, back there. Yeah, that's not a little far away to hit it. Oh, I hit the walk. Spitze Arbeit, Leute! Simulation erfolgreich! Do not start the round again, because I need to get back up. Also, wenn ich durchsichtig bin, kannst du einfach meine Unterwäsche sehen? Bitte kehre zurück in die Arena! Really? Finde ich denn das, DT? Du stammst praktisch von einer badassigen Militär-KI ab! There. I need to get back up. Lilith meinte irgendwas von wegen, die Wächter seien auch Roboter! You activated the thing to get back up, but I forgot that there was a button to press. Nach allem, was wir über sie wissen, sind die Iridianischen Wächter biomechanische Konstrukte. Vielleicht den Iridianern nachempfunden, aber nicht aus Fleisch und Blut. Komisch. Da wir aber gerade von revolutionären Konstruktionen sprechen, was ist mit diesen Dahl Power Suits? Wie wär's, wenn ich mein Geschütz auf eins von diesen Dingern montiere? Die Lost Legion war gut ausgerüstet und geführt. Sarpedon hatte durchaus Klasse als Gegnerin. Yeeha! What time is that? 18. So that is 92. Oh yeah, I got a skill point. Where do I put that? Not in here, because that is all full. That's for that, for that, for that, for that, 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 that. Probably get two more. Du musst die Simulation vom Inneren der Arena ausstarten. Da gibt es einen Holoknopf. Mach damit, was man normalerweise mit Knöpfen macht. I'm here. Was trying to see what to level up. Athena, wer war doch gleich wieder dieser Gladstone? Einer der vier geretteten Wissenschaftler. Wir brauchten ihre Hilfe, um die Abwehr der Helios-Station zurückzuerobern. I'll do the last one, you can go and start killing enemies. Okay. Hi, Aspis, gib mir Schutz! Sobald du die Leutchen in die Sonnenscheinzone gebracht hast, kann ich sie fröhlich aus der Holokuppel extrahieren! Going to be fine? Are you going to be fine, is what I was saying. Ey, flieg! Ich schusse! Ich hätte schwören können, das sei der Sonnenstrahl, nicht der Todesstrahl! Schild in Aktion! Kluge Entscheidung! Feuer verstärken! Zersplittert diesen Feind! Hat's weh getan? Entzückend! Headshot does the trick. That's good. Oh. Sometimes need to
Okay, now they all seem to all be that type of enemy. No, there is one over there. Yeah, but I mean like that type of enemy that is capable of... Yes, there is one right in front of me. Yeah. I don't like that because they can revive. And I have to use ice. And my ice pistol doesn't seem to be that good. You have a nice ally. Let me do. Let me handle them. Okay, these ones are no problems. You can't act very good against them. Jeez, my gun is not precise at all. That was very fun. That means probably more enemies. Ich lass euch nur wissen, dass ich hier bin, meine Süßen. Warum tut ihr das? Mich hat's erwischt! Schlimm! Schild eingesetzt! I just got a success. Okay. Elementary by D. Watson. What, like, apply 4 elements at once? With someone? Du kannst mir nichts anhaben! Bewegt euch nicht von der Stelle, okay? Okay, I guess this one was just frozen in the air. It was just not falling. Gleich wirst du zerschmettert! Danach muss ich mir aber die Hände waschen. That seemed to be my kill. Immer drauf auf mein Schild! Ausgestreckt hast! Tschüss! Du kannst das einfach nicht! Komm zur Lost Legion! Unsere medizinische Versorgung ist krank! Yeah, I shouldn't have gone down. My bad. Where the hell should sound from up there? That's fresh. Yeah, I don't think I can kill anybody here. Yeah, I tried to get... Oh, come on! Oh, man. My respite was short-lived, it seems. Yeah, I won't be able to hit anyone from here. They just shoot from a distance and refuse to get close. Wait, aren't we close to the end of the video, actually? Pass auf! 19 minutes? No, let's close that out. What did you get back in?
Oh, you didn't. I'm not back. Keine Raucherpausen! I don't know who exactly hit me, but they were able to kill me. Herzlich willkommen, Kunde. Meinen Berechnungen zufolge verpasst du eine Menge knackärschiger Holo-Action. Wie finde ich denn das, DT? Du stammst praktisch von einer badassigen Militär-KI ab. Lilith meinte irgendwas von wegen, die Wächter seien auch Roboter. Stimmt das? Ja, nach allem, was wir über sie wissen, sind die Iridianischen Wächter biomechanische Konstrukte. Vielleicht den Iridianern nachempfunden, aber nicht aus Fleisch und Blut. Komisch. Da wir aber gerade von revolutionären Konstruktionen sprechen, was ist mit diesen Dahl Power Suits? Wie wär's, wenn ich mein Geschütz auf eins von diesen Dingern montiere? Die Lost Legion war gut ausgerüstet und geführt. Sarpedon hatte durchaus Klasse als Gegnerin. Hey Athena, wer war doch gleich wieder dieser Gladstone? Einer der vier geretteten Wissenschaftler. Wir brauchten ihre Hilfe, um die Abwehr der Helios-Station zurückzuerobern. Sobald du die Leutchen in die Sonnenscheinzone gebracht hast, kann ich sie fröhlich aus der Holokuppel extrahieren. Ich Schussel! Ich hätte schwören können, das sei der Sonnenstrahl, nicht der Todesstrahl. Hat's wehgetan? You good or not? Beeindruckend! Mein Schild lässt mich nicht im Stich! Ow! Who? Were able to hit me? I had my shield! And I didn't kill that one! Oh god, I'm going to revive you for this one. Tretet euch doch selbst in den Hintern, ihr Kerl! They're all that type of enemy that I can't really kill that easily. I could kill them if they stopped moving. And now it's a bit late. Bitte, Sir Soldat, schon bist du so gut wie neu. Mach nicht viele Teile übrig von dir. Pass auf! Well, I think now that would probably take too long. Anything else that we should do? What? Anything else that we could do? I guess the Claptrap DLC. What do you say? I guess the Claptrap DLC. Vorsicht, keine Atmosphäre! It takes a while to get there. Right, I just... Yeah, I think I know why we failed so quickly the second time. I forgot the contract. It's like... It's like 50% of my HP, and the healing, and the damage.
Hey, ich habe einen super coolen Job für dich, falls du interessiert bist. Hm? Bist du? Hm? Ja, klar bist du. Also folgendes. Der H-Quellcode. Hammerartige Prototypen, Zugangscodes, Firmengeheimnisse, alles, was man sich als hübscher neuer Firmenchef wünschen kann. Oh Gott, ich brauche ihn, ich will ihn, ich muss ihn haben. Aber der hinterhältige alte Tessata hat ihn in meiner experimentellen Claptrap-Einheit versteckt, weil er ein Trottel ist. Und wegen der Sicherheitsprotokolle und solchem Kram kann ich ihn verdammt nochmal nicht extrahieren. Also, Preisfrage. Warum bist du hier? Tja, schließ dich an diese kleinen Digistrap-Pads an, denn zunächst mal werde ich dich digitalisieren. Mit Vergnügen. Und jetzt? Das tut vielleicht ein bisschen weh. Vielleicht, ich weiß nicht. Sag du's mir. Ah! Willkommen zu Hyperions Prototyp, einer digitalen Schleuse, die deinen Lebenscode für die Implantation in einen Claptrap vorbereitet. Ich habe ihn an die Digistruck-Pads angeschlossen. Und da kommt mein gigantisches Genie ins Spiel. Und gigantisch ist noch untertrieben. Eine Tür. Wie beeindruckend. Geh da durch und schnapp dir das Admin-Passwort. Es ist ziemlich wichtig. Es ist das Einzige, das ich habe. Und jetzt? Und jetzt? Warten Sie's ab, Lady. Geh jetzt zu der Konsole und starte mein Digisim-Programm. Dann wird eine Simulation von Claptraps Psyche geladen. Oder was man so Psyche nennt. Starte CL4PTP-Simulationsprogramm. So gelangst du in eine Simulation von Claptraps Psyche. Ja, ich weiß, das wird eine schöne Müllhalde sein. Ich stelle sie mir wie eine Endlosschleife von Katzenvideos vor. Ja, ich hab's so hingedreht, dass deine Psyche dich für nativen Code halten wird. Raffiniert, was? Du gehst rein, legst das Admin-Passwort vor, holst deinen H-Quellcode und spazierst wieder raus. Kinderspiel. Auf die alberne Psyche des albernen kleinen Roboters. Wohl an! Der große Moment, die große Enthüllung. Eine klarere visuelle Metapher kann ich dir nicht bieten. Der Nexus. Du hast es also geschafft, hm? Wow, cool, okay. Du befindest dich jetzt in einer Simulation von Claptraps Psyche. Ich schätze mal, das ist eine Ansammlung digitaler Abbilder von Erinnerungen und Leuten und woran er eben so denkt. Naja, könnte interessant werden. Hey, soll ich dir helfen, irgendwo reinzukommen? Ja, ich kann helfen. Ich kann dich überall hinbringen. Überall, wo du hin willst, für $5. Ja, $5. Hallo? Digitalisierter Reisender und willkommen. Ich bin Claptraps Bewusstsein und seine höheren CPU-Funktionen. Yay! Hallo? Hey, sieht aus, als hättest du einen Führer gefunden. Viel Glück. Du hast ein Admin-Passwort, was? Ganz toll. Ich zeig dir, wo du das hinstecken kannst. Das ist nicht unfreundlich gemeint. Ich kann es dir tatsächlich zeigen. Du hast dich in einen Claptrap reingezappt? Wie kann man was klauen, wenn man nur aus Einsen und Nullen besteht? Prinzessin Fluffybutt interessiert mehr, was als nächstes passiert ist. Bitte, Afina, fahre fort. Okay. Oh, Bugs! Das ist mir so peinlich! Ich hatte ja keine Ahnung, wie schlimm die Verseuchung ist. Vorsicht, die Kleinen explodieren!
Ja, ihr Saufbrüder. Schieß, ich verstehe langsam, warum es den Leuten hier draußen gefällt. Der Sysadmin ist hier oben. Und wenn du das Passwort benutzt hast, kriege ich es dann. Ich meine, du verstehst schon, nur wenn du es nicht mehr brauchst. Sysadmin, ich bin's! Das machen wir ganz sicher nicht. Er hat mich nicht gehört. Gehen wir außen rum. Datenanfrage aufgenommen. Abgelehnt. Braucht jemand ein Medic? Hey, ich bin's! Wer? Was bist du? Ich soll den H-Quellcode abholen. Ich habe ein Passwort und kein Interesse an Ausreden. Gut, gib her! Das ist mir jetzt peinlich. Diese Datei ist in Memory Bank 2, Cluster 00073 Pandora und wurde vom Testeter Proxy mit dem Vermerk nicht entfernen versehen. Admin-Passwort-Privilegien gelten nicht dafür. Verzeihung, wie bitte? Oh, nein, 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 nein! Mein Admin-Passwort! Du bist hier nicht willkommen! Und das macht alles kaputt. Na, vielen Dank auch. Ein ganzes Admin-Passwort? Weg? Einfach so? Okay, bin schon drüber weg. Wenigstens gibt es einen Weg, wie du dein Ziel trotzdem erreichen kannst. Mit meiner Hilfe! Okay, wir haben also einen Plan. Folge Claptraps Bewusstsein. Es führt dich zu meinem H-Quellcode. Und dann nichts wie raus da. Gut? Gut. Kann ja nicht so schwer sein. Okay. Memory Bank 2, was? Stop talking. Die Zeiten dort werde ich nie vergessen. Außer das war in Bank 3. Oder 9. Okay.